Was ist das? Bärenjacht in Alaska? Nee, meine Serie. Toll. Tust du dich eigentlich immer noch so schwer, Freunde zu finden, Kevin? Ja, allerdings. Die anderen in der Schule sind einfach nicht in der Lage, meine Genialität zu verstehen. Vielleicht solltest du einfach mehr mit anderen Kindern sprechen. Menschen brauchen Freunde. Okay, ich werde mein Bestes geben. Ich glaube, ich habe letzte Woche beim Training einen neuen Rekord aufgestellt. Ich bin mindestens 13 km/h schnell gewesen. Ey, Elisa, das kann gar nicht sein. Es hat bisher noch kein Mensch geschafft, schneller als 9,7 Stundenkilometer zu schwimmen. Oh je. Warum mischst du dich in unser Gespräch ein? Komm, Maria, wir gehen in die Klasse. Genau. Vielleicht sind weibliche Freunde einfach nicht das, was ich brauche. Blutdurst 120. Sticht. Verwesungsgrad 20. Ich hätte an deiner Stelle den Gestank genommen. Ich kenne dieses Spiel sehr gut. Ich bin sowas wie ein Profi. Oh, Kevin, hau ab, du Stinker. Wusstest du eigentlich, dass du schon wie mein Vater klingst? Im wortwörtlichen Sinne, unheimlicherweise. Ja, Mann, wir wollen nichts mit alten Leuten zu tun haben. Eigentlich bin ich jünger als ihr. Ich bin exakt einen Monat und 3 Tage jünger als Björn und sogar 6 Monate jünger als du, Marc. Hau einfach ab. Eigentlich mag ich Kalb fast lieber als Hähnchen, aber eigentlich mag ich alle Döner. Ich hatte auch mal die Idee von einem Fischdöner, doch da wurde mir gesagt, das würde nicht halten. Da hab ich gesagt, das muss ja wohl erstmal der Markt entscheiden. Kann es da vielleicht sein, dass die Soße das Besondere ist? Das könnte es sein. Das muss ich auf jeden Fall bei meinem nächsten Rezept für Dönerpralinen beachten. Ahmed, deine Ökobilanz ist eine Katastrophe. Weißt du, wie viel Wasser für einen einzigen Döner verschwendet werden? Nein. Da kommt ja auch Soße rein und kein Wasser. Ach komm, hör auf. Nein, ich höre nicht auf. Das Brot, der Salat und nicht zu vergessen der ganze CO2-Ausstoß bei der Tierhaltung. Döner sind ein vollkommen unökologisches Produkt, das man verbieten müsste. Ich sage euch, wenn ich Bürgermeister wäre, dann würde ich Döner verbieten. Oh nein! Danke für das Gespräch. Ich hab doch recht. Wusstest du, dass Schwarz gar keine Farbe ist? Eigentlich sind Weiß und Schwarz nichts anderes als Oberflächen, die entweder das ganze Licht aufnehmen oder wiedergeben. Farben entstehen physikalisch nämlich, indem sie Licht... Egal, ich wollte ja eh keine weiblichen Freunde. Hey, warum sitzt du denn hier so alleine? Weil ich keine habe, der mit mir die Zeit verbringen möchte. Das verstehe ich nicht. Ich weiß doch so viel und bin eine Bereicherung für jedes Gespräch. Naja, zumindest nicht bei dem, was du heute so verbreitet hast. Wie meinst du das? Weißt du, Menschen wollen sich mit anderen Leuten umgeben, mit denen sie sich wohlfühlen. Wenn du dich aber hinstellst und total besserwisserisch mit allen Leuten umgehst, will keiner was mit dir zu tun haben. Das Problem ist nämlich, dass du versuchst, dich selber besser darzustellen, indem du andere runtermachst. Deswegen will auch keiner was mit dieser Öko-Zicke da drüben zu tun haben. Und wie kann ich das besser machen? Ganz einfach, du musst zuhören lernen. Umgib dich einfach mit Personen, die gerne reden und hör ihnen zu. Ah, okay. Ich verstehe, was du meinst. Und die zweite Köchin, die füllt das ein. Und da war oben drauf war so ein Stück, so ein mittleres Eisbein. Sagt sie. Ich sag, lassen Sie es drin, Frau Rodenberg, lassen Sie es drin. Dann habe ich meine Kelle so gehalten, so vor der Brust, damit keiner an die Kelle kam, weißt du? Und wie ich dann am Tisch war, da habe ich schnell gefischt und mein Eisbein genommen und bei mir auf den Teller getan. Oh, haben die alle gesagt. Sowas gibt's doch wohl nicht. Ja, jedenfalls, ich habe den Eisbein und von allen Seiten wollten sie nur noch mein Eisbein dran, ne? Habe ich das Eisbein genommen und drauf gespuckt. Da ich so am Tisch runtergeguckt, ich sag so, jetzt geht da wohl keiner dran. Und neben mir saß der Bootsmann. Der hatte sich das Ding runtergenommen, so sagt er, mir schmeckt die untere Hälfte. Der hat sich das dann einfach weggenommen. Der hatte unten einen Tag getroffen. Ja. Ja.